Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Nibble Cats. Ich war mir am Anfang unsicher, was ich machen werde. Deswegen habe ich geschwiegen die ersten 3 Sekunden. Ich habe letztes Mal gesagt, wir wollen uns die Kommentare angucken. Ihr habt nämlich super viel geschrieben. Und die möchte ich natürlich auch berücksichtigen. Ich habe überlegt, das hier zu zeigen. Ja, hier. Hier so zu zeigen. Aber das ist total nervig, weil ich die nicht in einzelnen Tabs auf... Ich könnte natürlich den Link speichern. Ich weiß nicht genau. Vor allem haben wir auch keine Musik, das wäre auch ein bisschen schade. Ich glaube tatsächlich, ich mache den dritten Part, wie ihr seht. Den dritten Part gucken wir uns hier an und die anderen 4, glaube ich, Videos, die mittlerweile released sind, die würde ich entsprechend dann vorlesen. Das heißt, ihr seht euch halt nicht, sondern müsst halt meiner Stimme lauschen. Ich hoffe, sie gefällt euch. Und dann dazu hören. Meta JWM sagt, dein goldenes Ticket erst bei Überfest. Ich habe die alle schon benutzt. Oder Epic Quest einsetzen, warum man in diesem Event fast doppelte Rate für seltenere Katzen hat. Katzenfutter wird dann immer für die garantierte 11-mal Zierung ausgegeben. Alles klar, vielen Dank. Marky ist ganz ungeduldig, meine Capsules öffnen sollen. Er hat nochmal geschrieben, dass 4000 XP die Erinnerung, dass die mal irgendwas wert gewesen sind. Totaler random Let's Play Vorschlag. Das machst du immer richtig, immer wenn es was für Katzenfutter zu kaufen gibt, warte einfach, bis der Preis halbiert wird, besonders bei den Special Cats nur bei halbem Preis kaufen. Das haben wir ja schon öfters mal hier. Dass wir manchmal hast du ja einfach wirklich durchgestrichen, dann kriegst du nur oder kostet es nur die Hälfte. Aber gerade ist es nicht am Start. Aber sonst ist mir tatsächlich wahrscheinlich auch zu schade. Ich würde es wahrscheinlich eher für das andere aufheben. So, das war meine Antwort wahrscheinlich. Das Treasure Farm ist der Abschnitt, die effektivste Methode, um besser zu werden. Selbst gelevelte Katzen oder ultra krasse seltene Katzen sind ohne Treasure schwarz. So, richtige Tavis hatte einen Hinweis geschrieben, was aber so nicht stimmt. Das ist aber auch nicht schlimm. Man kriegt die Treasures absolut random. Man muss keine gewisse Zeit oder ähnliches schaffen. Wäre interessant, aber ist nicht in dem Spiel so. So, um der Normalkatze auf dritte Form zu bringen, musst du sie auf Level 20 plus 10 bringen, weil man sie mit XP nur auf Level 20 kriegen kann. Ne? Das ist zum Beispiel... doch, habe ich schon mal gelesen, oder? Ach süß, darauf hat er nicht mal geantwortet. Schnüffdrink, aber du magst mich gar nicht. Das Plus kann man von normalen Katzentickets bekommen, welche du jeden Tag bekommst. Du kannst hier unten auch schon von Level finden und nutze aber das selten noch nicht, bla bla. Ninja Katze viel zu leveln. Okay, also wie halbe Welt schon geschrieben, unter dem, ich glaube, 7. Part. Kann man ab der oder nach der zweiten Welt die Katzen auf plus 20 bringen. Elite-Gegner, du musst die Recaps öffnen. Ich bin ein Mitplayer und habe Gegner mit 3 Millionen HP. So, das ist doch wieder der Cheater, oder? Ja, das war der Cheater. Die haben ein bisschen diskutiert hier. Hacker, Mimimi und bla und so weiter. Okay, lassen wir das einfach mal. Ja. Dafür werde ich tatsächlich das Spiel noch ein kleines bisschen leiser machen, weil das ist, ich habe gehört, das ist ultra laut, dass man das natürlich super schlecht versteht. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach weiter. Wir haben aktuell 86 Energy. Dann schmeißen wir Hollywood mal rein. Und dann gehen wir auf zur 4. Folge. Meta JWM ist ein fleißiger, aktiver Schreiber. Der hat bei Part 4 Sekunde 21 getaggt. Klassischer Battle Cats Spieler. Ich glaube, das war das. Ja, so nach dem Motto. Ja. Das ist so typisch Battle-Cat-Spieler scheinbar. Ah, herrlich, ey. Ah, wie viel Money wir hier kriegen. Irgendwelche Random, ich weiß nicht genau, was es bedeutet. Die schreiben 2 Wörter und eine Zahl dahinter. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Das machen ganz viele Strong Part 01, Poetic Teacher 32. Ich weiß nicht, ob das Pornodarsteller sind. Passend zu Hollywood. Aber ich kann damit tatsächlich nicht viel anfangen. So, ja, richtige Tavis hat geschrieben, 343, alle, die nicht BT6 spielen, dachten sich gerade ein was, ja, weil ich ja zu dem Nerdcat Benjamin gesagt habe. Eine Hackerkatze aus Bloons Tower Defense 6. Nice. So, Meta JWM, wie gesagt, fleißiger Schreiber, hat geschrieben,
Glückwunsch, das ist die beste Superverse, du aus einem Ticket ziehen kannst. Gucken wir doch gleich mal rein, welche das gewesen ist. Ich glaube, das war die Nerd Cat gewesen, ne? Cat Capsules. Oh. Ja, die Nerd Cat war es gewesen. Er meint, das ist eine der besten Super Rares. Wenn man von den Tank Cats, also die Tank Cats scheint ultra gut zu sein. Das ist übrigens dieselbe Katze, die mein Profilbild hier auch gesehen. So, hier müsste man irgendwo. Ja, hier ist das New. Muss da so viele neue bekommen haben. So, Water Cat Unlock, der hat doch noch geschrieben, in der ersten Form ist aber noch ziemlich schwach. Ne? Also meine Nerd Cat, das war ja irgendwie klar gewesen. So fühlt sich nämlich auch an. Jedenfalls besitzt diese Katze die Long-Range-Fähigkeit. Diese zeigt allerdings nicht unbedingt, dass deine Katze von weit weg angreifen kann, sondern dass die eine Katze einen Blindspot hat. Diese Katze verursacht also in dem Bereich von der Katze bis kurz vor den Hammer keinen Schaden. Das ist also schlecht. Sondern nur an der Stelle, wo der Hammer einsteht. Das ist schlecht, das ist nicht gut, Leute, ja. Weil du dann einfach die Gegner direkt vor dir nicht angreifen kannst. Ich habe dann noch gefragt, warum ist das die Beste, was macht sie so gut? Und der hat dann nochmal geschrieben, sehr nett wie er ist. Wir müssen jetzt einem kurz auf die Minute warten, auf die Energie warten. In seiner True Form mit Talents bekommt es Area Attack. Und alle Gegner außer vom Typ Metall können sich für etwa die Hälfte der Angriffszeit nicht mehr vorwärts bewegen. Und das mit so ziemlich der größten Reichweite im Spiel. Was True Form Talents und Metallgegner sind, kann ich später erklären. Weißt du, da sagt er schon was und ich will's wissen und er erklärt's mir einfach nicht. Erik Bratka hat auch noch geschrieben, die doppelten Cats aus den Silberkapseln geben deinen Cats ein extra Level. Vielen Dank dafür. Ich glaube, das habe ich am Anfang. Ich glaube, ich habe sie noch nie zur Erfahrung gemacht, oder? Habe ich sie schon mal zur Erfahrung gemacht? Ich glaube nicht. So, normales Verbesserung machen wir es 10, aber mit extra Level kann das auf 11 und übergehen, hat er geschrieben. Das heißt, er ist scheinbar auch nicht bei der letzten Welt angekommen, in der dritten Welt. Jedenfalls da, wo man dann auf 20 bringen kann. Und Meta hat nochmal geschrieben, das bedeutet, man geht immer zuerst auf Use, wenn man die silbernen Tickets verwendet, selbstverständlich. Skill Overload. Schnelle Eichhörnchen. Achso, Skill Overload schreibt nochmal. Nice, hi Dark, das ist wieder. Und by the way, wann willst du wieder Angry Birds Epic spielen? Wieder so eine total random Frage. Aber ich habe Angry Birds Epic schon durchgespielt. Das tut mir leid. Wird immer schneller, also der Sound. KCBLP fragt noch eine Frage, kann man sich da überhaupt anmelden, dass man den Ex speichert von der Battle Cats? Leider, leider nein. MetaJ schreibt, MetaJMB, der Account ist automatisch gespeichert, du musst dir nur den Code aufschreiben. Also scheinbar kann der Support diesen Account wieder herstellen. Am Anfang war mir nicht bekannt, dass ich einen Code eingeben konnte. Und Paprika schrieb, wenn du 20 Energie teuer findest, dann warte bis später, wo es Level gibt, die mehrere 100 Energie kosten. Haha, aber dann kommst du dir auch einfacher. Voll gemein von dir. MaxM11GD schreibt auch noch unter das vierte Video. Ihr könnt euch die Kommentare natürlich selbstverständlich mal gerne angucken, ist ja klar. Das wird, wenn du wirklich das ganze Spiel Let's Play, ein langes Let's Play. Gibt später auch verschiedene einzelne Chapters. Und dafür braucht er dann noch so über Super Rare Cats, um sie zu schaffen. Ja. Oh, eine Kiste. Ach ja, okay. Treasure da, alles klar. Dass wir die einfacher bekommen, die Kisten. Bei wie viel? Ich bin achso, ich bin auf Hawaii. Wir sind bei 9 Minuten 11. Ah, wir nutzen ein Ländership, das passt schon. ja, okay. Fünfter Part. Noch ein kleiner Tipp. Warte, wenn du 57 Catfood hast, auf ein 100% über Super Rare Event. Die kommt teilweise und das lohnt sich dann viel mehr. Auch gut zu wissen. Ich werde es mir versuchen zu merken, ob ich das schaffe. Ich kann es nicht versprechen, ob ich das wirklich tun werde. KingBomb321 schreibt, oh mein Gott, ein deutscher YouTuber, der Battlecat spielt. Ich liebe das Spiel, habe 76 Stunden Spielzeit. Nice. 76 Stunden ist wirklich viel. Wobei ich glaube, ich sehe auch schon ziemlich viel, weil ich ziemlich viel grinde. Du kannst den Levels rauszoomen, hat MaxM11GD geschrieben. Ein super, super wichtiger Hinweis für mich. Und dieses Rauszoomen, sehr, sehr hübsch.
Das gefällt mir sehr gut. Vielen Dank dafür. Oh, King Bomb hat nochmal geschrieben. Ein kleiner Tipp, change keine normal Caps in XP, habt den Fehler gemacht. Ja, sollte man auf jeden Fall nicht tun, das ist korrekt. Das ist absolut korrekt. Meta JMW, scheinbar habe ich mich in der einen Folge unklar ausgedrückt mit dem Speed-Up. Ja, möglich ist es. Ich kann mich auch mal verreden. Aber natürlich meinte ich natürlich, dass nicht nur meine Cuts, also dass das gesamte Spielerlebnis durch ein Speed-Up schneller wird, ja. Viele haben mir geschrieben, nee, nicht deine Katzen sind schneller, die Gegner Katzen sind auch schneller. Ja, selbstverständlich. Es geht einfach darum, dass die Spielgeschwindigkeit erhöht wird. Ja, dass man diese Mission, dass sie nicht allzu lange dauern, weißt du. Aber scheinbar habe ich mich damals etwas nicht ganz so klar ausgedrückt. Das stelle ich nochmal sicher. Vielen Dank an eure Hinweise dafür. Oh, wir gehen zum Mond. Alles klar, let's go. Nice, wir sind auf dem Mond. Paprika. Okay, wir müssen uns konzentrieren, Leute. Wir müssen uns konzentrieren. Wir müssen uns jetzt wirklich ganz doll konzentrieren. Jetzt wird konzentriert, Leute, okay? Wir konzentrieren uns. Da kommt einfach mal ein Gesicht auf uns zu. Was soll man dagegen tun, Leute? Was soll man dagegen tun? Was kann ich tun dagegen? Ich weiß nicht. Wir werden das killen. Alter, die haben einen Titan gekillt. Oh mein Gott. Ach, guck mal, der hat doch so eine heftige Range, die Nerdcat. Alles klar. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Oh, das ist so stark, der Gegner. Oh mein Gott, jetzt geht's ab. Los, let's go. Stirb, du Gesicht! Stirb! Stirb! Titankatze, los, komm her! Achso, ich kann hier noch feiern. Zium, 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 zium. Komm, ich will die Titankatze. Oh mein Gott, wir sind auf dem Mond, Leute. Wir sind auf dem Mond. Wir werden neue Spezies entdecken. Wir werden dahin kommen, wo vorher noch nie einer gewesen ist. Wo vorher noch nie eine Katze gewesen ist. Wir werden es hinkriegen, Leute. Oh mein Gott. Okay, ich hör auf damit. Ah, ist okay. Ich bin ja schon ruhig. Okay, weil wir den Nerdkit haben, ist das unglaublich. Holy. Die hat doch eine gute Range. Dann lass uns Meat-Childs aufbauen. Damit unsere Nerdcat, die ich... Okay, dauert noch. Damit wir unsere Nerdcat ganz entspannt angreifen lassen können. Piu! Ach komm schon, hör auf damit. Stirb, du hässliches Gesicht. Entschuldigung, es ist nicht hässlich, es ist hübsch. Jedes Gesicht ist hübsch, okay? Ich habe es nicht diskriminieren wollen. Ich müsste öfter mal den Laser nutzen. Wichtig, glaube ich. Und öfters Meat-Childs, ne? Ihr sagt schon immer, wir haben. Fleischschilde, Fleischschilde, Fleischschilde. Ganz wichtig. Ja, irgendwann sind die sehr, sehr wichtig. Und er kommt näher, er kommt näher. Oh mein Gott, er kommt näher. Könnt ihr mal bitte töten jetzt endlich? Ist ja voll nervig. Hat auch nur 5 Milliarden Leben, ja. Er ist tot! Weg mit dir, du hässliches Gesicht! Doch, jetzt ist es hässlich. Jetzt kannst du nichts mehr gegen uns machen. Jetzt rennen wir durch. Jetzt rushen wir den Gegner einfach nieder. Ich glaube, die Nerd hat einfach die Gegner einfach mal umgebumst. Wir rushen den Gegner jetzt nieder. Kommt. Let's go, Leute. Let's go. Wir haben es geschafft. Wir haben den Mond bestiegen. Mann, ist das geil. Nerdcat, let's go. Komm her. Jetzt ist, glaube ich, auch egal, oder? Mit dem Damage, guck ich den Damage an, den ich mache. Holy shit. Bam, den Mond zerstört! Ja, und den normalen Mond leider nur bekommen. Mist aber auch. Dum, dum. Ein bisschen lauter wieder. To the moon. Nach all den Kämpfen wurde die Welt von den
Kampfkatzen überrannt. Eine Regierung von Katzen, für Katzen, von den Katzen ist die neue Welt. Oder das, was ich dachte. Schlussendlich hat sich nichts wirklich geändert. Ich habe etwas zu sagen. Ich habe jede Menge Katzen gesehen. Das ist wirklich viel. Oh, und ich hatte eine Katze, die in mein Büro kam. Für ein Bewerbungsgespräch. Er wurde nicht eingestellt. Wir sind wirklich sehr beschäftigt. Aber eine Katze ist nur eine Katze. Wie auch immer. Ich habe mich glücklich gefühlt, eine zu sehen. Im Büro oder an der Schule. Du nicht auch? Egal. Herzlichen Glückwunsch zu den Battle Cats. Danke, Kampfkatzen. Kampfkatzen für immer. Ist voll traurig, oder? Als ob das jetzt irgendwie der totale Abschied wäre. Ah, herrlich. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, das Spiel durchgespielt. Ich sag's dir, ihr habt euch immer... Ich spiele dieses Spiel ohne Probleme total einfach durch und ihr sagt, zweite, dritte Welt am Arsch. Die überspringe ich einfach. Ja? Die überspringe ich einfach. Ende. Danke fürs Spielen. Ist erledigt, Leute. Ich habe gewonnen. Das war's mit dem Let's Play. Das ist das Ende, wie ihr sehen könnt. Das ist das Ende. Das ist das Ende! Verdammt nochmal, es ist ein neues Kapitel verfügbar! Mann! Okay. Story of Legend has been unlocked. Nice. Neues Adventure ist Into the Future. Alles klar. Battle for Mediation. Ah, Cat Combo unlocked. Ah, Cat Combo. Also eine Kombination voll freigeschaltet. Arrangiere deine Katzen einer bestimmten. Arrangiere deine Katzen, um Power Bonis zu erreichen. Ah, Cat Cloud Dojo ist open. Alles klar. Clear Bonus. You get Monegro. Unlocked to Upgrade Bonus. Alter, was ist hier alles freigeschaltet worden? Jetzt können wir unsere Cat Base und unsere Waffe aufrüsten, wie einer meinte, wir können die Gegner debuffen. Catamin Stages are unlocked. Okay. Alter, was haben die alles freigeschaltet? Holy moly. Ja, hier müssen wir noch die 7 Treasures irgendwann erledigen. Ich habe noch dafür, dass wir die Moon geklärt haben, haben wir noch ein goldenes Ticket bekommen. 3 sogar. Holy moly, haben wir noch Farm bekommen? 20.000. Dafür, dass wir den Mond geklärt haben. Wir können upgraden. Okay, was können wir upgraden? Special Cat. Moneko. Hoping to become an idol, she sings on the streets every day. You might see her around, please say hi. Okay, die ist teuer. Die ist ultra teuer. Holy shit, ist sie teuer. Eieieiei. Moneko. Okay. Was haben wir hier? Ah. Ach, cool. Also wir können im Prinzip jetzt die Grafik ändern. Das hat aber tatsächlich wahrscheinlich nur was mit der Grafik zu tun. Also mit dem Ansehen, mehr nicht. Mission, let's go. Haben wir Ring bekommen. 50 Cat. Wir können sogar, nice, wir können sogar was machen, Leute. Was haben wir hier noch? Viele neue Missionen, ne? Was? Okay. Menü haben wir noch was. Cat Guide. Ah, wegen Moneko. Die hat nur ein zweites Upgrade auf Level 10. Mehr hat sie gar nicht. Was macht sie? Attacks by this unit have a set chance of extra damage that can hurt metal enemies. Das heißt, wir können damit Metall kaputt machen. Aber sie greift nur einmal, also nur einzelne Gegner an.
Okay, what's the cat get? Würde eigentlich das Arrangieren machen. Haben wir das hier? Cat Combo Liste, da haben wir sie. Muss ich mal was zeigen? Cat Combo, ja, super viel Gequatsche. Oh, hier haben wir die Combo Effekte, Unit Attack, Unit Defense und so weiter. Ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend. Worker Cat Start Level Up. SM. Normal Cat, Normal Tank. Okay, das verstehe ich nicht. What? What? Was soll der von mir? Worker Cat? Ist was gewesen? Wir kriegen mehr Gold. Nice, werden wir gleich noch machen. Lasst uns aber in der nächsten Folge machen, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt nämlich schon 21 Minuten. Und wir werden es beim nächsten Mal dann wieder bei Battle Cats. Danke fürs Zusehen auf jeden Fall. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.